Diese Studie beschäftigt sich mit dem Verhältnis von Planwirtschaft und Staatssicherheit. Und das am Beispiel der Chemieindustrie, die in der DDR zu einem, kann man sagen, zu einem Schlüsselsektor gehörte. Das heißt, sie stellte Produkte her für alle anderen Branchen und war auch sehr eng mit dem westlichen Ausland vernetzt. Und daher besonders im Fokus des MFS. Und die grundlegende Erkenntnis dieses Buches lautet, dass man im Laufe der Zeit, so von den 50er bis in die 80er Jahre, einen beträchtlichen Bedeutungszuwachs des MFS beobachten kann. Das heißt, dieser Apparat bekommt mehr Personal, bekommt größere Strukturen, mehr Zuständigkeit und dass das weniger auf politische Zäsuren zurückgeht, sondern eher auf eine schwere ökonomische Krise spätestens Mitte der 70er Jahre. Hier bricht die Wettbewerbsfähigkeit ein, die Exporte nehmen ab. Es gibt bestimmte Krisenerscheinungen bei der Belegschaft, zum Beispiel hohe Krankenstände oder Abwanderung und immer wieder sehr schwere Zwischenfälle, Unfälle, Großbrände. Und das Buch kann darlegen, wie die Staatssicherheit davon profitieren kann, zum Beispiel indem es neue Ermittlungsfälle bekommt, dieser ganze Bereich der Planmanipulation und der fehlenden Planeinhaltung. Und es gibt auch ganz neue Zuständigkeiten des MFS, zum Beispiel die Begutachtung oder die Analyse von Industrieanlagen und Gebäuden. Aber es gibt da noch einen zweiten Schritt. Es wird auch offengelegt, dass die Staatssicherheit nicht nur von dieser Krise an sich profitieren kann, sondern auch von der Art und Weise, wie die SED versucht, damit umzugehen, also von der ganz konkreten Wirtschaftspolitik. Und das spielt dem MFS vor Ort ein Stück weit in die Hände, weil man zum Beispiel mit jedem größeren Investitionsprojekt sind zum Beispiel größere auch Überwachungsprojekte verbunden. Dann mit jeder neuen Inspektion, die gegründet wird, gibt es auch einen neuen Partner sozusagen für das MFS, gibt es eine neue Zusammenarbeit. Und somit kann man sagen, dass diese Staatssicherheit ist nicht nur ein Profiteur der Krise, sondern auch der Art und Weise der Krisenreaktion.